Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Wie ihr euren Shopware 6 Footer bearbeitet und nach euren Vorstellungen anpasst, schauen wir uns in diesem Tutorial an. Wir haben für unseren Shop bereits im Vorfeld das Footer-Menü konfiguriert. Dieses ist im Administrationsbereich unter Kataloge in den Kategorien zu finden. Wenn du unser Kategorie-Anlegen-Video verpasst haben solltest, verlinken wir dir dieses oben rechts, damit du genau weißt, was beim Anlegen und Bearbeiten einer Kategorie zu beachten ist. In unserer Kategorie Footer existieren bereits die Subkategorien Information und Service. Dort enthalten sind wiederum weitere Subkategorien. Was uns nun beispielsweise noch fehlt, ist eine Kontaktseite. Diese wollen wir in der Service-Sektion unterbringen. Dafür klickt ihr in der entsprechenden Subkategorie auf das Kontextmenü und klickt auf Neue Subkategorie. Benennt diese und bestätigt eure Eingabe mit dem Haken. Das erste, was ihr nun tun solltet, ist die Kategorie aktiv zu schalten, da sie erst dann im Frontend zu sehen ist. Würden wir nun auf diese im Frontend klicken, würde uns eine weiße Seite angezeigt werden. Deshalb müssen wir dieser Subkategorie ein Seitenlayout zuweisen. Wir gehen mal hypothetisch davon aus, dass bisher kein Kontaktlayout besteht. Deshalb gehen wir auf Neues Layout erstellen und entscheiden uns für die Shopseite in voller Breite. Auch dieses benennen wir und erstellen es final. Wenn ihr dieses Menü bisher zum allerersten Mal seht, dann schaut gerne unser detailliertes Shopware 6 Erlebniswelten-Video dazu, in dem wir die einzelnen Funktionen dieses Editors erklären. Für dieses Video soll es einmal reichen, einen Textblock und ein Formular in das Hauptfeld zu ziehen. Danach abspeichern. Nun gehen wir zurück in die Kontaktkategorie, stellen sicher, dass diese aktiv ist, weisen das Layout zu und speichern ab. Wie wir im Frontend sehen können, war unsere Footer-Anpassung erfolgreich. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, geht in die Einstellungen für euren Verkaufskanal und konfiguriert den Einstiegspunkt für die Footer-Navigation zur richtigen Kategorie sowie den Einstiegspunkt für die Service-Navigation, um euren Shopware 6 Shop ganzheitlich zu optimieren. Sollte es Fragen dazu geben, hinterlasst uns diese in den Kommentaren. Für alle weiteren Shopware 6 Optimierungsersuchen wendet euch an unsere Shopware 6 Experten. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Agenturseite oben rechts. Für mehr aktuellen E-Commerce und Online-Marketing-Content abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut, euer eBakery-Team!